Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, der Gesundheitsfonds zahlt dem Bundesversicherungsamt für den zahlt dem Bundesversicherungsamt für den Gesundheitsfonds jährlich 14,5 Milliarden Euro. Angesichts des stetig anhaltenden Flüchtlingsstroms und des geplanten Familiennachzugs stellt sich im Hinblick auf die Finanzplanung des Gesundheitsfonds die Frage, ob es Statistiken und Auswertungen zu flüchtlingsbedingten Kosten im Zusammenhang mit dem Gesundheitsfonds gibt. Denn der Gesundheitsfonds wurde bereits 2009 mit einer jährlichen Zuzahlung des Bundes der Höhe nach mit 14,5 Milliarden Euro festgelegt. Damals aber war mit einem Zustrom an Flüchtlingen in diesem Umfang nicht zu rechnen. Schon deshalb ist fraglich, mit welchen steigenden Ausgaben des Gesundheitsfonds auf Kosten der Beitragszahler der GKV und des Bundes zu rechnen ist. Fraglich ist weiter, welche Schäden im Gesundheitssystem deshalb entstehen, weil ein großer Teil der Flüchtlinge Analphabeten sind. Denn nach einer im Rahmen einer Konferenz der Bundesapothekerkammer vorgestellten Studie gelten 14,5% der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands zwischen 18 und 64 Jahren als Analphabeten und weitere 26% können nur fehlerhaft lesen und schreiben. Daraus entstehen nach Schätzung dieser Studie jährliche Kosten zwischen 9 und 15 Milliarden Euro. Und dies deshalb, weil Beipackzettel nicht gelesen werden können oder die Medikation nicht verstanden wird, sodass mehr Notfallbehandlungen und Krankenhausaufenthalte die Folge sind. Hinzu kommt, dass die Flüchtlinge aus Ländern kommen, in denen eine unzureichende Gesundheitsversorgung besteht, sodass jedenfalls nicht auszuschließen ist, dass Krankheiten wie Tuberkulose oder vergleichbare Krankheiten nach Deutschland eingeführt werden, deren Behandlung erhebliche Kosten verursachen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die bisherige Zuzahlungshöhe zum Gesundheitsfonds auf Dauer nicht zu halten ist oder die Beiträge zur GKV erhöht werden. Es droht ein Kollaps unseres Gesundheitssystems. Und im Gegensatz zur nationalen Gesundheitsvorsorge ist Deutschland international finanziell überproportional aktiv. Neben dem Pflichtbeitrag von ca. 27 Millionen Euro an die Weltgesundheitsorganisation WHO zahlte Deutschland erstmals in 2017 als Folge des G7-G20-Gipfels freiwillige weitere 35 Millionen an die WHO, also mehr als das Doppelte des Pflichtbeitrags. Und in 2018 ist zur Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit sogar eine Steigerung um weitere freiwillige 60 Millionen Euro im Vergleich zum Pflichtbeitrag geplant, wobei sich hier die Regierung vorbehält, diese freiwilligen Zusatzausgaben direkt an die WHO oder sonst international auszugeben. Diese exorbitanten freiwilligen Zahlungen korrespondieren damit, dass Deutschland mit ca. 650 Millionen Euro Pflichtbeiträgen an die UN, deren weltweit viertgrößter Beitragszahler an Pflichtbeiträgen ist, und weitere 2,6 Milliarden Euro freiwillig an die UN und deren Tochterorganisation zahlt. Das heißt, dass Deutschland mit knapp 3,3 Milliarden Euro freiwillig der zweitgrößte Beitragszahler an die UN nebst Tochterorganisationen ist. Angesichts dieser enormen freiwilligen Zahlung stellt sich die Frage, welche Rechtsgrundlage hierfür besteht und ob diese freiwilligen Zahlungen zeitlich begrenzt sind. Denn nach Haushaltsrecht dürfen Leistungen nur erfolgen, wenn ein erhebliches Bundesinteresse besteht und die Ausgaben notwendig und angemessen sind. Worin besteht bei diesen freiwilligen Zahlungen das erhebliche Bundesinteresse? Und wieso sind freiwillige Zahlungen überhaupt notwendig? Schwach ist hiergegen das Argument, die WHO oder andere UN-Organisationen könnten ohne unsere freiwilligen Zahlungen ihre Aufgaben nicht erfüllen. Wenn dem tatsächlich so wäre, so wäre es die erste Pflicht dieser Organisation, ihre Pflichtbeitragssätze, die sich allesamt an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines jeden Landes orientieren, derart anzupassen, dass ein auskömmliches Wirtschaften möglich ist. Denn dann würden alle Länder wirtschaftlich gleichermaßen belastet und nicht ein Land wie Deutschland weit überproportional. Einen besonderen Geschmack erhalten diese Zahlungen übrigens auch deshalb, weil, wenn es um die Versorgung der eigenen Bevölkerung, beispielsweise im Hinblick auf die Beschaffung von Impfstoffen für Gefahrenabwehr bei plötzlich auftretenden Epidemien geht, seitens des Bundes kein Cent ausgegeben wird. Und das, obgleich der Bund für eine derartige Gefahrenabwehr zuständig ist.
Zuletzt wurde hier Anfang des Jahrtausends in 72 Millionen Chargen Pockenschutzimpfung investiert. Da, wie gesagt, die Flüchtlinge aus Ländern kommen, in denen eine unzureichende Gesundheitsversorgung besteht und nicht auszuschließen ist, dass Krankheiten wie Tuberkulose und Typhus, die hierzulande dank Prävention und früheren Schutzimpfungen als ausgerottet galten, wieder verstärkt nach Deutschland gebracht werden und die Bevölkerung dadurch gefährdet werden. Und diese Krankheiten sind deshalb so gefährlich, weil viele Bakterien gegen Antibiotika mittlerweile resistent geworden sind. Es ist verantwortungslos, das hart erarbeitete Steuergeld der Bevölkerung, wofür mittlerweile viele Menschen hierzulande mehreren Arbeitsverhältnissen zugleich nachgehen, für überproportionale internationale Zahlungen zu investieren, während hier seitens des Bundes nur unzureichende Vorsorge gegen plötzlich auftretende Epidemien getroffen wird. Alle Menschen unseres Landes haben einen Anspruch darauf, dass mit ihrem hart erarbeiteten Steuergeld sorgfältig und achtsam umgegangen wird. Und vor allem haben sie einen Anspruch darauf, dass die eigene Regierung sie rechtzeitig schützt. Wenn diese Regierung das unterlässt, hat sie ihre eigentliche Aufgabe verfehlt. Wie verantwortungslos. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Sonja Steffen.